Wenn man den Legenden trauen darf, müsste ich bald meinen zweiten Zahn verlieren, denn ich bin nämlich schwanger zum zweiten Mal. Aber sind noch alle Zähne da? Und wie auch du durch die Schwangerschaft alle deine Zähne behalten kannst und was an diesen ganzen Mythen dran ist, das erkläre ich dir in diesem Video. Hi und ganz herzlich willkommen, mein Name ist Tatjana Fegner, ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es mit dem Video jedoch losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch auf Abonnieren. Und jetzt geht's los mit dem Video. Dieses Gerücht hält sich wirklich super hartnäckig. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Ich habe auch viele Patientinnen, die zu mir in die Praxis kommen und erzählen, dass während der Schwangerschaft sich die Zähne, das Zahnfleisch verändern und dass sie vorher nie Probleme mit den Zähnen hatten und jetzt nach dem ersten, zweiten, dritten Kind haben sie Karies und eine Füllung und vielleicht sogar auch eine Krone. Was ist denn wirklich daran und woran liegt das? Also ich würde euch vielleicht erst einmal erklären, was so die Hintergründe dieses Themas sind. Es gibt ein paar Veränderungen während der Schwangerschaft, sowohl körperlich, hormonell, aber auch vielleicht in dem Verhalten, die dazu führen können, dass die Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden. Zum einen einmal sind das hormonelle Veränderungen. Durch die Schwangerschaft wird das ganze Gewebe im Körper weich, alles bereitet sich auf die Geburt vor und das gilt eben auch für euer Zahnfleisch. So kann es dann häufiger dazu kommen, dass dieses weiche Zahnfleisch sich entzündet, dass es zum Zahnfleischbluten kommt und das richtige, wir nennen es eine Gingivitis, also Zahnfleischentzündungen entstehen. Und das wäre schon mal so der erste Grund, die hormonelle Veränderung. Dann haben viele Frauen zu kämpfen mit Schwangerschaftsübelkeit. Und die Übelkeit hat mehrere Effekte. Wenn ihr euch häufig sogar auch erbrechen müsst, habt ihr Magensäure, die auf eure Zähne wirkt und Säureschäden auslösen kann. Säureschäden sind zwar keine Karies, aber trotzdem wird die Zahnhartsubstanz geschwächt und sie begünstigt sogar auch Karies. Und da kommt direkt der nächste Effekt hinzu. Viele Frauen haben das Problem, dass sie durch die Übelkeit einfach nicht so gut pflegen können. Also die Zahnbürste wird nicht gut toleriert und man putzt die Zähne grundlegend schlechter als ohne den Brechreiz. Also Übelkeit ist das nächste. Und dann wird häufig beobachtet, dass sich zusätzlich die Essgewohnheiten verändern. Das kann sein von zu Beginn, dass man kaum irgendwie was essen konnte, aber vielleicht hat man auch irgendwie eine Gewohnheit entwickelt, dass man den Brechreiz unterdrücken möchte mit möglichst kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Und es gibt nichts Schlechteres für eure Zähne als viele kohlenhydratreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt. Durch dieses häufige Snacken, wir haben da auch schon mal ein Video zu gemacht, ist euer Kariesrisiko eben besonders hoch. Und all diese Effekte in Kombination können dazu führen, wenn ihr keine Gegenmaßnahme ergreift, dass wirklich während der Schwangerschaft die Zähne geschädigt werden. Das sind natürlich alles nur temporäre Effekte. Die Schwangerschaftsübelkeit verschwindet und irgendwann ist euer Kind natürlich auch auf der Welt. Aber dann beginnt eine nächste Phase, in der vielleicht die Zähne nicht unbedingt der große Fokus sind und in der man vielleicht sogar ein halbes Jahr oder ein Jahr es gar nicht schafft, den Zahnarzt aufzusuchen. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr schon vor der Geburt eures Kindes und im besten Fall schon vor Eintreten der Schwangerschaft regelmäßig euren Zahnarzt aufsucht. Vor der Schwangerschaft haben wir die Möglichkeit, noch Röntgenbilder von euch zu machen. Darauf würden wir in der Schwangerschaft verzichten, um eben beginnende Karies schon ganz frühzeitig zu erkennen und vielleicht schon Gegenmaßnahmen wie die Kariesinfiltration oder Fluoridlacke einzuleiten. Und auch während der Schwangerschaft ist es super wichtig, durch das weiche Gewebe, was eben zu Entzündungen neigen kann, regelmäßig den Zahnarzt aufzusuchen und regelmäßig auch die professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen, um eben dieser Entzündung entgegenzuwirken und vielleicht auch schon beginnenden Zahnschäden entgegenzuwirken. Also wenn ihr stark mit Säure zu kämpfen habt, gibt es einige Maßnahmen, die wir bei uns in der Praxis ergreifen können und auch ihr zu Hause. Und da braucht es eine ganz individuelle Beratung dazu. Also, ich hoffe, ich konnte euch erklären, woran es liegt, dass dieser Mythos sich wirklich hartnäckig hält, dass Schwangere und Frauen, die schon Kinder geboren haben, ihre Zähne verlieren. Bei mir sind zum Glück noch alle da und toi toi toi, ein paar Monate habe ich noch. Ich hoffe, sie bleiben noch drin. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit dem Thema Schwangerschaft und Zähne sind. Haben sich eure Zähne zum Negativen in dieser Zeit verändert? War es vielleicht auch einfach nicht euer Fokus? Lasst es uns wissen. Und wenn ihr noch weitere spannende Videos sehen wollt, scrollt gerne mal durch unsere Videothek. Da haben wir noch andere Videos zum Thema Schwangerschaft. Auch wie ihr eurem Kind dann die Zähne putzt, auch super wichtig. Und wenn ihr noch Videoideen habt, wir sind sehr offen dafür. Also, dann bis dahin.